Harry Houdini hat irgendwie so die Idee gehabt, Tingeltangel. Er hat eine Show gesehen und hat gesagt, das möchte ich machen und da kann ich leicht Geld verdienen damit. Und das ist meine Welt und auch die Bretter, die die Welt bedeuten, sind meine Welt. Wir werden das auch darstellen, dann im Stück. Es gibt den jungen Harry Houdini und seinen jungen Bruder Dash, die dann die Idee haben, genau das machen wir und damit können wir die Mutter unterstützen und somit können wir die Familie ernähren. Wir wollten es herzeigen heute, aber vom jungen Harry ist leider die Katze gestern vor uns zusammengeführt worden. Wir haben sie leider nicht da heute, aber ihr seht es dann im Stück. Auf jeden Fall, es gibt die jungen Buben, die die Idee haben und der Mutter helfen. Und dann geht es schon weiter, wie er im Stück dann zum Zauberer zuerst einmal wird und dann seine eigenen Ideen hat. Es gibt dann auch so Stadien, wo man als Künstler wo angelangt, wo man merkt, da fällt jetzt irgendwas. Da kommt vom Publikum nicht mehr so viel zurück. Na, was sagt da der Direktor? Was? Was sagst du da was? Die Leute fadisieren sich. Ist das nicht gut genug? Einen Moment. Harry, was habt ihr noch im Talon? Genau. Und so muss er sie immer gar neu erfinden. Ne? Meine Damen und Herren, nun für Sie der einmalige und große Zauberer Harry Houdini! Meine Damen und Herren, mein Name wäre nicht der große Houdini, könnte ich Ihnen nicht mehr zeigen. Wie wäre es mit Houdini, dem Stärksten? Na los, kommen Sie! Wer möchte es wagen und mir seine Faust in meine eisenharte Bauchmuskulatur rammen? Na los, Sie, kommen Sie! Ich weiß, es juckt Sie ja schon richtig. Sowas aber auch. Wollen Sie das denn wirklich? Aber sicher. Bereiten Sie sich auf Ihren Schlag gut vor. Ich werde dies meinerseits tun. Und nun, legen Sie los. Schlagen Sie zu. Und eins. Und zwei. Und drei. Ha, sehen Sie, alles gut. Vielen Dank. Applaus. Na dann, großer Houdini, lass uns doch mal was anderes probieren. Sie sagen, Sie wären der größte Zauberer und Sie stünden über den Dingern. Wie wär's denn dann damit? Kommen Sie da heraus? Nur zu, geben Sie her. Aber zuerst sagen Sie mir, wie Sie zu dem guten Stück kommen. Das ist ja sehr interessant. Ehemaliger Häftling? Liebhaber oder gar Fetischist? Wie ich dazu komme? Eine Beleidigung. Na, ich bin der Sheriff hier. Na los jetzt und jetzt anlegen die Dinger. Die werden ja sehen, wer hier größer und wer hier stärker ist. Und dass mir niemand dabei was trickst. Na gut. Wollen Sie die Handschellen nochmal kontrollieren? Alles fix und bombenfest. Alles unter Kontrolle. Meinen Sie wirklich unter Kontrolle? Die Frage ist, wer hat die hier wirklich? Ha! Hier! Bitte schön. Wollen Sie, lieber Sheriff, die Leute wirklich dingfest machen? Dann sollten Sie sich nach besserem Material umsehen. Mr. Houdini, wie konnten Sie sich nur aus diesen Handschellen befreien? Auch ohne Schlüssel? Mein Gehirn ist der Schlüssel, der mich befreit. Ich spürte, dass das Publikum heutzutage mehr braucht. Mehr als nur Zauberei und Illusion. Es braucht Wirklichkeit. Wie meinen Schlag in den Bauch traf es mich in meine Eingeweide, dass dies meine wirkliche Vokation ist. Warten Sie auf Großes. Kommen Sie und sehen Sie den großen Houdini. Entfesselungskunst, wie Sie sie noch nie erlebt haben. Das, was der Houdini gemacht hat, ist nicht nur zaubern, sondern der war ein unheimlicher Athlet. Er hat in jungen Jahren gelernt, sich zu verbiegen, Kontorsion zu machen. Er hat auch gelernt, wie man sich eine Schulter aushängt und wieder einrenkt. Und diese Tricks haben ihm dann erlaubt, sich aus den schwierigsten Situationen herauszuretten. Und er hat sich eigentlich sein ganzes Leben immer herausgerettet und hat mit dem Tod immer so, da,
Na, hast du mich bald? Nein, ich bin wieder raus, weil ich bin der große Houdini. Mit der Handschellen Schmuck, ich hab mir sie mit einem Ruck, zieht meine Fesseln von mir ab. Doch auch ein freier Mann nimmt jede Chance mir zur Flucht. Er spürt sich ja wie eine Sucht. Ich kann ihn kaum entkennen, fliehen. Das gibt mir pures Adrenalin. Merkt euch meinen Namen, meine Herren, meine Damen. Zauber, Ebers und Magie. Sie ist Tänzerin, die wollte eigentlich gar nicht Zauberassistentin sein. Sie wollte singen und tanzen. Jetzt wird sie da reingesteckt, rausgeholt, präsentiert und muss sich um ihn bangen. Das ist auch nicht lustig. Und die Tingelei vielleicht auch nicht auf die Dauer. Vielleicht eine kleine Tänzerin hätte sich vielleicht gewünscht, dass es einmal ein Haus gibt mit Garten und mit Baby und ein ruhigeres Leben und nicht um die ganze Welt reisend. Und genau das war auch ein Punkt bei den Houdinis zu Hause. Und da sehen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt mit einem Streitgespräch. Der Wassertank, die Unterwassertortur, sie ist unglaublich. Sie ist großartig. Harry, diese Idee gefällt mir gar nicht. Sie bereitet mir jetzt schon Albträume. Sie ist wunderbar. An den Beinen aufgehängt, gefesselt und mit dem Kopf nach unten ins Wasser. Oh, was für ein Anblick. Ich muss es ausprobieren. Harry, das ist krank. Ich kann es mir nicht mehr mit ansehen. Ich wünschte, du würdest aufhören damit. Ich dachte, jetzt, wo wir ein bisschen Geld haben, könnten wir ein ruhigeres Leben führen. Aufhören? Aufhören zu zaubern? Aber die Zauberei ist doch mein Leben! Deines vielleicht, aber nicht meines. Für dich ist das alles nur ein Spiel. Zauberer sind Schauspieler! Du spielst zu viel mit deinem Zauber. Mir ist es zu viel. Tja, als du mich geheiratet hast, da war ich schon Zauberer. Und das gefiel dir sehr. Ja, aber du siehst nichts anderes mehr. Nur mehr deinen Erfolg, dein Publikum. Deine Damen, die dich bewundern. Und ich bin nur eine Puppe, die du in irgendwelche Kissen steckst und hervorholst, wenn du sie brauchst. Thank you.